Luftaufnahmen der libyschen Stadt Dana. Sie zeigen das Ausmaß der Verwüstung, die Sturmtief Daniel hier hinterlassen hat. Noch immer suchen Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden. Eine Woche nach der Überflutung der Stadt ist die Lage weiterhin katastrophal. Die UNO hat ihre vorläufigen Angaben zur Opferzahl deutlich angehoben. Demnach kamen mehr als 11.000 Menschen ums Leben. Etwa 10.000 Menschen werden demnach noch vermisst. Somit ist jeder fünfte Einwohner tot oder vermisst. Es ist damit zu rechnen, dass die Opferzahl weiter steigt, hieß es weiter. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind wegen der Überflutungen mindestens 40.000 Menschen im Nordosten Libyens auf der Flucht. Das Sturmtief Daniel hatte vor einer Woche heftige Überschwemmungen im Osten Libyens angerichtet. Die Küstenstadt Dana wurde besonders schwer getroffen, da dort zwei Flussdämme brachen. Die Wucht der Wassermassen war mit der eines Tsunamis vergleichbar. Bei den Überflutungen wurden zahlreiche Menschen ins Mittelmeer gerissen. Ein Teil der Stadt wurde unter Schlammmassen begraben. Weiterhin werden täglich Dutzende Leichen aus dem Wasser oder unter Trümmern und Schlammmassen herausgezogen. Weiterhin werden täglich Dutzende Leichen aus dem Wasser oder unter Trümmern und Schlammmassen herausgezogen. Laut UNO ist die humanitäre Lage in Dana weiterhin besonders schlimm. Es gäbe ernsthafte Probleme bei der Trinkwasserversorgung. Mindestens 55 Kinder seien durch verseuchtes Trinkwasser vergiftet worden.